Hier soll es um den sogenannten normalen Vektor gehen. Oder besser gesagt, um einen normalen Vektor. Und einen normalen Vektor kann man am besten mit einer Zeichnung erklären. Also wir haben eine Ebene E. Diese Ebene ist durch den Stützvektor P gegeben und zwei Spannvektoren, Vektor V und den zweiten Spannvektor, Vektor W. Und der normalen Vektor steht senkrecht zu der Ebene und damit senkrecht zu beiden Spannvektoren gleichzeitig. Also das könnte ein normalen Vektor sein, ich nenne ihn N. Und dieser steht senkrecht zu V und gleichzeitig senkrecht zu dem Vektor W. So, die Ebene braucht eine Parametergleichung. Das ist x ist gleich Stützvektor p plus t mal v plus r mal w und t und r sind natürlich reelle Zahlen. So, okay. Also das, was wir hier in der Zeichnung haben, wollen wir kurz verbalisieren. Einen normalen Vektor, den nennt man meistens n, ist senkrecht zu der Ebene E. So, ganz wichtig ist, dass wir von einem normalen Vektor sprechen, weil dieser ist nicht eindeutig. Also wenn man zum Beispiel die Hälfte von n nehmen würde, hätte man immer noch einen Vektor, der senkrecht zu der Ebene ist, oder wenn man den doppelt so lang machen würde und so weiter. Also was eindeutig ist, ist die Richtung, also aber nicht die Länge. Deshalb sprechen wir immer von einem normalen Vektor. So, und da dieser Vektor senkrecht zu der Ebene ist, ist er natürlich auch senkrecht zu den beiden Vektoren. Damit ist n senkrecht zu v und gleichzeitig senkrecht zu w. Jetzt könnte man eine komplizierte Rechnung aufstellen. Ich möchte aber an dieser Stelle eine Rechenoperation benutzen, die sich das Kreuzprodukt nennt. So, das Kreuzprodukt, gelesen wir das V Kreuz W. Das Kreuzprodukt liefert einen Vektor, der folgende Eigenschaft hat. Der ist nämlich senkrecht zu V und gleichzeitig zu dem Vektor W. Also der senkrecht zu V und senkrecht zu W ist. So wie man ein Kreuzprodukt per Hand ausrechnet, erzähle ich hier nicht. Wir werden das mit dem Taschenrechner machen, aber was für uns klar sein sollte, wir können jetzt einfach Folgendes sagen. Wir können unseren normalen Vektor Alpha einfach auf V Kreuz W setzen. So, dann haben wir direkt ein Beispiel. So, eine Ebene E mit einem Stützvektor 1, 1, 1 und einem Spannvektor 1, 2 und 3 plus R mal 0, 1, 1, der zweite Spannvektor. T und R sind reelle Zahlen. Und dann wäre ein Vektor V gleich 1, 2, 3 und W wäre der zweite Spannvektor 0, 1, 1. Und dann setzen wir einfach den normalen Vektor gleich V Kreuz W. Und jetzt benutzen wir einen Taschenrechnerbefehl namens Cross P, also Cross P, das steht für Cross Product, also Kreuzprodukt zu Deutsch, und das gucken wir uns in dem Taschenrechner an. So, das Kreuzprodukt ist relativ versteckt, sage ich mal so. Das haben die Leute von Texas Instruments
wirklich gut hinbekommen. Also wir müssen auf Menü gehen, dann unter Matrix und Vektor und dann müssen wir ganz nach unten gehen, unter C gibt es nämlich Sachen zu den Vektoren und dort unter 2 gibt es ein Kreuzprodukt und dann sehen wir, das Befehl lautet cross P. Man muss jetzt die zwei Vektoren durch Komma getrennt in die runde Klammer eintragen. Man könnte sich wieder durch ein Menü durchquellen. Ich finde, es ist aber schneller, wenn wir Folgendes machen. Wir klicken auf Steuerung und dann die linke runde Klammer. Da sehen wir in Blau eine eckige Klammer. Und jetzt wird eine eckige Klammer hinzugefügt. Diese hat gerade nur einen Eintrag. Wir wollen mehrere haben und dann können wir Folgendes machen. Neben dem U gibt es einen Zeilenumbruch. Wenn wir jetzt zweimal darauf klicken, bekommen wir zwei zusätzliche Zeilen, also insgesamt 3 Stück. Und jetzt können wir unseren Richtungsvektor V eintragen. Dieser hatte ja die Richtung 1, 2 und 3. So, und jetzt Komma. So, und den zweiten Vektor könnte ich genau über Steuerung und die eckige Klammer eintragen, aber damit wir sehen, dass der erste Weg etwas einfacher war, zeige ich mal, wie man das über Menü machen kann. Also wir gehen zu Menü, dann Matrix und Vektor und jetzt müssen wir etwas erstellen und zwar eine Matrix. Und eine Matrix ist so eine rechteckige Tabelle mit Zahlen. Und ein Vektor besteht aus Zeilen, die in einer Spalte sind. Also hätten wir dann 3 Zeilen und eine Spalte. Klicken auf Enter. Und bekommen das gleiche, als wenn wir Steuerung, runde Klammer auf und zweimal Zeilenbruch geklickt hätten. Also ich finde, das ist relativ umständlich dafür, wie oft man das eigentlich braucht. So, dieser Vektor W hat die Einträge, die 0, 1, 1 lauten. Also 0, 1, 1 liefert den gewünschten normalen Vektor und der hat die Einträge minus 1, minus 1, 1. Also dann hätten wir minus 1, minus 1 und 1. So, nun können wir noch zeigen, dass dieser Vektor die gewünschten Eigenschaften hat. Wir können einmal das Kreuzprodukt, das Skalarprodukt von n und v bilden und gucken, ob da 0 rauskommt. Um zu zeigen, dass sie senkrecht zueinander sind, dann hätten wir 1 mal minus 1 plus 2 mal minus 1 plus 3 mal 1. So, einmal minus 1 ist minus 1, 2 mal minus 1 ist minus 2. Insgesamt ergeben die zwei Summanden also minus 3. 3 mal 1 ist 3, minus 3 plus 3 ergibt 0. Und dann, also was heißt das? Das heißt, dass n senkrecht zu v ist. Und dann checken wir noch n und w. Das ist also 0 mal minus 1. Plus 1 mal minus 1 plus 1 mal 1. 0 mal minus 1 ist 0. 1 mal minus 1 ist minus 1. 1 mal 1 ist 1. Minus 1 plus 1 ist 0. Also ist n auch senkrecht auf. Das Senkrechtzeichen kann man schneller machen. Senkrecht auf W.